Aloha zusammen und ich begrüße euch recht herzlich zurück zum My Career Modus mit Episode Nummer 50. Also ein kleiner, aber feiner Meilenstein, den wir mit dieser Folge erreicht haben oder erreichen werden. Sie ist ja noch nicht vorbei. Und bevor wir loslegen, muss ich erstmal chronologisch sortieren, was euch in dieser Folge erwartet. Als erstes natürlich das Spiel gegen die Pelicans, worauf ich aber nicht wirklich eingehen werde, denn einige Abonnenten hatten mich gefragt, ob ich so eine Art Wunschliste für den nächsten Ableger von 2K vortragen könnte. Also meine Wünsche für NBA 2K15, wo übrigens Kevin Durant das Cover schmücken wird, wenn das noch jemand nicht gewusst hat, der weiß es spätestens jetzt. Das werde ich also machen, meine schöne Wunschliste abklappern. Ich habe mir so eine schicke Liste hier vor mir errichtet und die klappern wir jetzt, wie gerade gesagt, gemeinsam ab. Und der erste Punkt auf dieser schönen Liste lautet: die KI erhöhen und den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Unter KI erhöhen stelle ich mir Folgendes vor. Und zwar, ich erkläre das anhand eines Beispiels. Wenn ich My Career spiele, ich am Ball bin und möchte irgendeinen Mitspieler von mir anspielen, aber die CPU packt die Deny Defense aus, dann sind halt alle sehr eng gedeckt und ich kann keinen anspielen. Das ist schön und gut. Jetzt würde ich mir vorstellen, dass meine Mitspieler sich so bewegen, dass ein bisschen Rotation auf dem Feld entsteht, dass auch ein bisschen Chaos gestiftet wird, dass man halt einen anspielen kann. Aber nein, das tun sie nicht. Sie bleiben stehen, bleiben gedeckt stehen und ich muss den ganzen Spaß alleine regeln. Meistens ziehe ich dann zwei Spieler auf mich und dann ist halt einer frei. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein, dass ich alles alleine machen muss. Daher wünsche ich mir, dass dieser Aspekt halt nochmal überarbeitet wird. Natürlich war das gerade ein Beispiel. Es wird nicht immer Deny Defense gespielt. Aber wenn es der Fall ist, dann zieht die CPU das über alle Viertel hinweg durch und man muss gucken, wie man sein Spiel aufzieht. Daher wünsche ich mir, dass 2K da ein bisschen angreift. Und ich hatte gerade in einem Atemzug mit der KI erhöhen auch gesagt, den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und damit ist gemeint, die meisten werden es wissen, wenn sie Hall of Fame spielen, dass man irgendwann an einem Punkt angelangt ist, wo man ganz genau weiß, wie die Automatismen greifen. Man weiß ganz genau, was passiert an bestimmten Stellen. Ich habe, wenn ich von mir rede, halt teilweise so viele Steals, weil ich ganz genau weiß, was die CPU vorhat. Daher über Hall of Fame eventuell noch einen Schwierigkeitsgrad einführen oder Hall of Fame noch ein bisschen erhöhen. Und mit erhöhen meine ich nicht, dass die Gegner abrupt stärker werden, dass die Utah Jazz noch stärker sind als die Heat, sowas ist natürlich unrealistisch, sondern dass die CPU nicht mehr so transparent ist, dass man nicht weiß, was sie machen in jeder Situation, sondern ein bisschen Abwechslung in ihrem Rhythmus. Wie gesagt, wenn man die Automatismen raus hat vom Gegner, dann ist das gar nicht mal so schwer, da gute Werte aufzulegen. Also, dass man da ein bisschen Abwechslung hat und dass man als Spieler teilweise vom Bildschirm steht und denkt so, boah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist mir noch nie passiert in 2K14. Also, da wünsche ich mir das auch, 2K hier ein bisschen angreift. Damit hätten wir den ersten Punkt der Liste abgeklappert und gehen sofort auf den zweiten Punkt ein, der wie folgt lautet: Mitspielernote über A+ einführen. Das heißt, dass ich mir eine Note über A+ wünsche. Natürlich, es gibt nichts Besseres als eine 1+, jetzt im Schulsystem. Aber ich persönlich erreiche sehr schnell die Note A+. Natürlich mit den Werten, die ich mittlerweile habe, ist das auch verständlich. Bei euch wird das auch der Fall sein, wenn man über 90er Spiele hat. So schwer ist das dann gar nicht mehr. Aber dann fehlt irgendwann die Herausforderung. A+, wie gesagt, sehr schnell erreicht. Und ich dachte mir, vielleicht führen die Note S ein. Meistens wird das ja benutzt, um noch eine Stufe über die beste Note zu kommen. Und dass man, wenn man dann halt diese Note S erreicht hat, vielleicht darüber noch eine S+ oder sowas, keine Ahnung, dass man dann spezielle Belohnung erhält, weiß ich nicht. Nicht unbedingt WC, sondern dass man da noch was einführt, vielleicht sein System über die WC noch erweitert. Keine Ahnung, dass man da vielleicht auch in diese Richtung angreift. Ich weiß nicht genau, was ich mir explizit da vorstelle, aber das ist mal nur so eine Rohidee, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich möchte ja jeden Gedanken mit euch teilen. Das wäre der zweite Punkt.
gehen wir weiter auf den dritten Punkt und den würde ich sehr, sehr gerne im nächsten 2K sehen, und zwar einen My Career Multiplayer Modus. Und auf diese Idee kam ich, weil ich spiele immer mit meinem Kollegen eine Saison bei NBA 2K, also MyGM halt abgespeckt. Wir nehmen immer ein Team und jeder spielt immer nur eine Position. Ich bin meistens der Point Guard, er ist der Center. Und dann versuchen wir halt, das Bestmögliche rauszuholen. Und das macht so viel Spaß, wenn jeder nur einen Spieler spielt. Und das ist dann halt wie My Career, bloß jeder hat seinen eigenen Spieler. Und das ist halt zu zweit. Sprich, wenn das jetzt online wäre, das wäre doch atemberaubend geil. Jeder sitzt vor seiner PlayStation oder vor seiner Xbox. Jeder spielt seinen Spieler. Und jeder kann dann auch ganz normal seinen Spieler hochziehen. Sprich, mit Attributen bekleiden, mit Dunk-Packages, mit Animationen etc. Wie My Career-Modus halt, bloß zu zweit, von mir aus auch zu dritt, im geilsten Fall natürlich zu fünft, dass jede Position von einem Freund bekleidet ist. Am besten dann noch über Teamspeak oder sowas. Das wäre doch atemberaubend geil, das würde ich sowas von feiern. Von mir aus könnte man auch die ganzen Cutscenes dann rausnehmen und eine ganz stinknormale Saison rausmachen, dass man halt nur spielt, dann würde sich 2K auch Arbeit ersparen, da im Multiplayer-Bereich nochmal neue Cutscenes zu drehen und zu überarbeiten. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und diesen Punkt hätten wir dann auch abgeklappert. Wir gucken uns kurz die NBA Finals-Statistik oder die Grafik an. Wir haben die Pelicans geschlagen, sind jetzt also im Western Conference Final. Es geht gegen die Trailblazers. Drüben im Osten sind die Heat durch und die Bobcats haben die Bulls geschlagen. Das ist unfassbar, oder? Unfassbar, was 2K hier wieder abliefert. Aber dessen ungeachtet geht es jetzt gegen Portland. Das wird kein leichtes Unterfangen. Die haben einen starken Kader, wie ich finde, auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Und jetzt ist die Frage, ich hatte mir eigentlich überlegt, das Spiel gegen die Trailblazers zu kommentieren, wollte nur die Pelicans sozusagen ignorieren, aber meine Liste ist erst zur Hälfte fertig. Und jetzt ist wirklich die Frage, was mache ich? Aber das wird ja nicht das einzige Spiel gegen Portland bleiben, das ist schon mal sicher. Und ich finde, daher sollten wir weiter die Liste besprechen, denn es ist nur ein einziges Mal. Und wie gesagt, gegen die Trailblazers gibt es noch ein paar Spiele. Und deswegen mache ich mit der Liste weiter. Ich habe mich gerade selbst überzeugt. Mein Gott, so schnell kann es gehen. Und wir machen weiter und holen kurz Luft. Mit dem vierten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, den My Career Modus upgraden. Damit ist gemeint, dass die Story, die sie ja dieses Jahr eingeführt haben, erstmal nebenbei, sehr geile Idee, richtig gut, das hat frischen Wind gebracht und hat die Serie auf ein neues Level gezogen, aber diese Story wiederholt sich irgendwann die ganze Zeit, zum Beispiel wenn man auf seinen Rivalen Jackson Ellis trifft, es geht immer nur um eine Wette, es kommen keine neuen Dialoge, auch mit seinem GM bespricht man, wenn man weiter fortgeschritten ist, immer wieder das Gleiche, also es schleicht sich Monotonie ein, das ist auch jetzt wirklich nicht schlimm gewesen, das war halt das erste Mal mit dieser Story. Aber jetzt muss man halt gucken, wie man dieses Konzept weiter voranbringt. Dass man halt eventuell diese Story weiter ausbaut, neue Elemente reinbringt. Und mit neuen Elementen, da habe ich mir was überlegt, dass man dem Spieler mehr Freiheiten verschafft. Erstmal kommt hier der Post-Run. Aber mit mehr Freiheiten meine ich, um zurück auf den My Career-Modus zu kommen, dass man zum Beispiel sein Gehalt, also das Gehalt, was man bekommt, es muss nicht unbedingt WC sein, man kann auch mit Ingame-Geld handeln, also dass die virtuellen Dollars sozusagen ausgeschüttet werden, dass man sich zum Beispiel damit ein eigenes Grundstück kaufen kann oder so ein eigenes Haus, also dass man sich so eine Art wirkliches Leben nebenbei aufbauen kann, eventuell auch ein neues Auto oder so, also dass man wirklich seine eigene Story schreiben kann, neben der NBA und natürlich auch in der NBA, dass man da vielleicht dem Spieler mehr Freiheiten verschafft, das würde ich zum Beispiel sehr geil finden, das wird den Story-Ansatz, den sie dieses Jahr reingebracht haben, nochmal eine Stufe nach oben ziehen oder vielleicht hat sich 2K da auch was ganz anderes überlegt, ich vertraue den Jungs da, finde ich übrigens sowieso ziemlich genial von denen, dass die trotz Konkurrenzlosigkeit, also auf ihrem Markt sind die ohne Konkurrenz, NBA Live ist wirklich, mit Verlaub gesagt, der größte Schrott überhaupt, dass sie da trotzdem weitere Aspekte reinbringen, finde ich ganz groß, hoffentlich bleiben die auch dran und stagnieren nicht
wegen mangelnder Konkurrenz. Und damit gehen wir auf den nächsten Punkt, und zwar Punkt Nummer 5, der wie folgt lautet: starkes Geskripte innerhalb des Spiels entfernen oder gegebenenfalls abschwächen. Und damit meine ich speziell das vierte Viertel, das magische vierte Viertel in NBA 2K. Unfassbar, das regt mich teilweise so auf. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Und für die, die nicht wissen, was ich meine, ich erkläre es euch kurz. Ihr führt mit 10 Punkten oder 15 Punkten, alles läuft wie gehabt. Und plötzlich im vierten Viertel kommt der Gegner völlig unverhofft ran. Alles läuft bei ihm wie geschmiert. Jeglicher Dreier trifft sein Ziel und eure Wurfquote sinkt in den Keller. Nichts klappt mehr, obwohl auf Simulation gestellt ist, trifft euer Gegner, wie er will. Und das ist halt ohne Wenn und Aber absolut geskriptet. Das ist unfassbar. Und das bringt halt den besseren Spieler zu Weißglut und treibt den vermeintlich schlechteren Spieler, wenn wir jetzt mal eine Rollenverteilung haben wollen, natürlich wieder nach vorne. Und das ist fürchterlich gemacht. Das muss man entweder komplett entfernen oder wenn es nicht geht, halt abschwächen, weil es kann einfach nicht sein, dass man sich über das komplette Spiel sowas aufbaut oder die Führung halt aufbaut und dann halt völlig veräppelt wird. Aber habt ihr diesen 360 von der Baseline gesehen? Der war wirklich sexy. Aber da wünsche ich mir, dass dieses Geskripte wirklich aufhört, denn das Spiel sollte da den Verlauf wirklich neutral gegenüberstehen. Es hat da irgendwie keinen Sinn zu spielen, wenn der schlechtere Spieler, um nochmal auf die Rollenverteilung zu kommen, wirklich Hilfe von dem Spiel selbst bekommt, dann kann man das Ganze auch sein lassen. Also das ist meine Meinung da, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Mir ist das persönlich schon so oft passiert. Deswegen wünsche ich mir, dass das für den nächsten Ableger entweder abgeschwächt wird oder, was meine Hoffnung ist, völlig abgeschafft wird. Und so sind wir am letzten Punkt der Liste angelangt. Und diesen Punkt habe ich mir selbst gar nicht überlegt, wenn ich ehrlich bin, sondern von Chris Smooth übernommen. Aber ich finde diesen Aspekt so interessant und so durchdacht, da dachte ich mir, das wäre eine geile Sache für den nächsten Ableger. Und zwar, dass man im My Career Modus den Hall of Fame Fortschritt, den man halt macht, in den nächsten Ableger übernehmen kann, weil innerhalb eines Jahres schafft man es nicht, in die Hall of Fame zu gelangen. Man schafft allerhöchstens 2 Saisons zu spielen, wenn man jedes einzelne Spiel absolviert. Also, dass man seine Werte wirklich in 2K15 übernehmen darf, dann in 2K16 und so weiter und so fort. Das wäre eine gute Sache. Und jetzt fällt mir gerade noch ein Punkt ein, aber der ist nur ganz kurz. Und zwar die Online-Server. Ich kann nicht online spielen, das geht ganz und gar nicht. Die Server von 2K scheinen sehr, sehr schwach ausgeprägt zu sein. Anfangs dachte ich, das würde an meiner Internetverbindung liegen, dass diese Verzögerung herrscht, dass ich Lags habe. Aber da habe ich mal im Internet geguckt und in ganz vielen Foren und auch ganz andere YouTuber haben das Problem, dass die Verbindung nicht so gut steht, egal mit was für einer Leitung, eine 1000er, eine 6000er, eine 100.000er, keine Ahnung, auf jeden Fall haben da einige Leute ihre Probleme und da wünsche ich mir, dass die stabilisiert werden, die Server. Ich würde nämlich ganz gerne auch Online-Material für euch bereitstellen, aber das kann ich halt nicht, wenn ich nicht spielen kann mit dieser Verzögerung, die ich da habe, ist das einfach nicht machbar. Und mit diesem eher letzten Spontanpunkt, der mir eingefallen ist, sind wir erstens am Ende der Liste angelangt und auch am Ende der Folge. Ihr habt gesehen, das erste Spiel gegen die Trailblazers haben wir gewonnen. Es steht 1:0 für uns. Und jetzt guckt mal bitte in den Osten. Ihr seht, dass das Eastern Conference Final jetzt irgendwie anders aussieht. Gerade sah es wie folgt aus, die Heat gegen die Bobcats. Jetzt müssen Heat aber gegen die Bulls ran, weil die Bulls jetzt 4-2 das Halbfinale für sich entschieden haben. Vorher war es ja Bobcats 4-3. Keine wirkliche Ahnung, was 2K sich dabei wieder gedacht hat. Das hatte ich teilweise schon so oft, hauptsächlich zwar im MyGM-Modus, da speichere ich ab, lade den Spielstand dann später wieder und plötzlich sehen Ergebnisse anders aus und auch Paarungen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir müssen halt jetzt damit leben. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, sieht der Osten jetzt auch ein bisschen realistischer aus. Die Heat gegen die Bulls im Westen ist der Realismus so ein Thema. Ich glaube nicht, dass die Kings ein Aspirant erstens auf die Playoffs sind und zweitens auch noch auf den Conference-Titel. Aber ich bin ja dabei, vielleicht bin ich der ausschlaggebende Punkt, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt damit leben.
Die Heat führen übrigens 2 zu 0 gegen die Bulls. Das wäre natürlich krass, wenn wir den Heat im Finale begegnen würden. Das wäre eine richtige Schlammschlacht. Aber soweit denken wir nicht. Wir müssen erstmal an den Trailblazers vorbei. Es sieht erstmal ganz gut für uns aus. Haben den Vorteil auf unserer Seite durch den Sieg. Und das war es eigentlich auch dann für den Input, den ich euch vermitteln wollte. Die Liste ist abgeklappert, die zwei Spiele sind abgeklappert und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich sage nur noch Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hoffentlich schaltet ihr dann wieder im nächsten Part ein. Macht's gut, haut rein und ciao.